Achtung, diese Geschichte ist heavy. Es geht um Menschen, die um ihre Ersparnisse bangen. I feel sick. Twisted. Well, obviously I do. Um denkmalgeschützte Häuser, die langsam verkommen. Um eine Firma mit merkwürdigem Geschäftsgebaren. Wir haben eigentlich nie genau gewusst, wer ist tatsächlich unser Ansprechpartner. Mit wem müssen wir reden, wenn wir Fragen haben? Gab es immer unterschiedliche Leute? Dann ist auf Nachfragen, auf E-Mails einfach kam keine Antwort und dann ist man schon ein bisschen hellhörig geworden. Und es geht um Geld. Viel Geld. Geld, das in ein kompliziertes Firmengeflecht fließt. Spurensuche. Die rätselhaften Geschäfte der Immobilienexperten von Dolphin. Charles Smethurst, Deutsch-Brite, ist im Jahr der Finanzkrise 2008 Mitgründer der Investmentgesellschaft Dolphin Capital. Zweimal wird die Firma umbenannt in Dolphin Trust und German Property Group. Smethurst ist lange selbst einer der Geschäftsführer. Im September 2018 legt er die Funktion nieder. Betrachtet man die Website, scheint sich das ganze Führungspersonal kürzlich ausgetauscht zu haben. Warum? Und wie sieht das Geschäftsmodell aus? Die Firma Dolphin leiht sich Geld, und zwar im Ausland. Von der Leihgabe, sogenannten Loan Notes, so Dolphin, kaufe man Häuser in Deutschland, und zwar überwiegend alte, sanierungsbedürftige, denkmalgeschützte Gebäude, auch in Bayern. Die Wohnungen darin biete man in Deutschland zum Kauf an. Wenn der Großteil der Wohnungen verkauft ist, beginnt die Sanierung. Dann, so verspricht Dolphin seinen Anlegern, bekommen diese ihr Geld zurück. Mit Gewinn. Dolphin sammelt also von zwei Seiten Geld ein, um damit alte Häuser zu sanieren und Wohnungen zu schaffen, sagen sie. Dem wollen wir genauer nachgehen. Viele der von Dolphin gekauften Häuser sind jahrelang in baufälligem Zustand. Bei manchen, wie bei dieser alten Mühle in Ingolstadt, passiert gar nichts. Bei anderen, wie hier im Zentrum von Augsburg, gibt es zwar Sanierungspläne und sogar Wohnungskäufer, aber die Sanierung stockt trotzdem seit Jahren. Auch hier wurde mit den Arbeiten begonnen, dann stockten sie. Seit Jahren scheint nichts zu passieren. Häuser vergammeln und verschandeln die Umgebung. Man hat natürlich dann auch immer wieder hingeschaut und denkt sich, da geht ja gar nichts weiter. Man hat ja die erste Rate gezahlt, man fragt sich, wo geht die hin? I tried to email Dolphin, but I've had no response at all. No automated response or anything. I haven't heard anybody from anywhere. Was passiert, wenn irgendwo diese Dolphin 32 GmbH, diese Projekt GmbH, mit dem Geld nicht mehr auskommt, was passiert dann? Ist dann unser Invest tatsächlich weg? Die Staudachers treten vom Kauf zurück, aber erst nach einer Klage bekommen sie ihr Geld wieder. Und Dolphin teilt uns mit, im Jahr 2020 sollen die Augsburger Projekte fertiggestellt werden. Steckt Dolphin in Finanznöten oder warum passiert bei vielen Objekten so wenig? Smethurst hat dem Firmenvermögen ein Privatdarlehen in Millionenhöhe entnommen. Zu marktüblichen Bedingungen, heißt es von Dolphin. Geld wird also bewegt, aber warum geht es bei den Häusern nicht voran? Wenn sich dort nichts tut, operativ an den Immobilien kann auch kein Geld verdient werden, es kann keine Wohnung verkauft werden, dann fragt man sich natürlich, wo kommt hier eigentlich Geld her? 2017, als mehrere Objekte schon jahrelang stockten, kaufte die Investmentfirma in Bayern weiter ein. Das baufällige Kloster Schöntal im Landkreis Cham. Der Bürgermeister sagt, Dolphin habe das Kloster vor dem Kauf nicht besichtigt. Was bezweckt die Firma mit diesem Kauf? Wir bekommen von Dolphin darauf keine Antwort. Ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand Geld investiert, um eine hochwertige Wohnung in Schöntal zu investieren, weil wir also, sage ich jetzt, außer unserer Natur nichts zu bieten haben. Wir haben keinen großen See da, wir haben keine Berge da und so weiter und so fort. Was haben wir denn zu bieten? Also dieser Wohnungsmarkt ist mit Sicherheit bei uns nicht gegeben.
Dolphin besteht aus einem weit verzweigten Netz von Unterfirmen. Seit 2016 wird keine Bilanz mehr veröffentlicht. Für jedes Investment scheint es eine eigene GmbH zu geben. So wird das Risiko auf eine kleine Firma begrenzt. Die Nummerierung und Zuordnung dieser Projektgesellschaften für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Was bedeutet das für die Kunden? Sie erkennen oft nicht, wo ihr Geld hinfließt und wer verantwortlich ist. Wen können sie in die Pflicht nehmen und wie überhaupt? Gerade unerfahrene Investoren fühlen sich überfordert. This is my first time experience of investment. And I didn't know how it all works. You see, I go to work, come home, look after the wife, look after the house, and then that's it, you know? So financial side, I haven't got a clue how it works. Wenn ein Anleger ein Investment in Form eines sogenannten Loan Note macht, das ist so eine Art Darlehen, eigentlich ein bisschen ein unreguliertes Fantasieprodukt. Dieser Anleger wird nicht Gesellschafter dieser zum Beispiel Dolphin 80, sondern er gibt ein Geld dorthin, das er in irgendeiner Form zurückbekommen soll, aber er ist nicht beteiligt an diesem Unternehmen. Das ist natürlich eine hochspekulative Anlage mit dem Risiko des Totalverlustes. Dolphin sagt, die Anlagen seien abgesichert. Nur 20% seien von verzögerter Auszahlung betroffen. Investitionsrelevante Umstände habe man immer kommuniziert. Trotzdem machen sich manche Anleger ernsthaft Sorgen. What would the loss of this money mean to you? Everything, you know, absolutely everything. Because obviously there wouldn't be an income, you know. And yes, we do need the money. I had 11 years of paid into that pension with work, and that's all I had to look at in my old age. What can I do if it's gone? What can I do? Auf unsere Nachfragen hin hat Dolphin nun nochmal eine Rückzahlung des Geldes angekündigt. Wir bleiben dran.